Und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ja, es geht weiter. Ein neuer Tag, ein neues Glück oder besser gesagt ein neues Gefecht. Jetzt machen wir mal wieder die Mathilda, weil sie haben jetzt ja nun auch ausgerüstet und dann möchte ich mal sehen, was die jetzt so drauf hat. Ich hoffe jetzt so richtig viel. Oh, wir sind ganz oben in der Liste. Halleluja. Also ich hoffe, dass ich auch Munition reingepackt habe. Ist mir schon mal passiert. Dass ich keine. Ah, ich habe Muni. 92 Schuss. Hell yeah. Ah, ich gehöre zu den Besten der Besten. Sir. Okay, das wäre lustig. Und das nur wegen den Scheißgeschütz, wo ich eingebaut habe. Naja, okay. Oh. Ein ziemlich langes Rohr. Wenig Durchschlagskraft, wie es aussieht. Oder vielleicht sogar ziemlich viel Durchschlagskraft. Wir werden sehen. Wir werden mal schauen, was das Ding alles machen kann. Wir werden diesmal nicht links laufen wie jedes Mal. Rechts laufe ich sowieso nicht, weil das einfach nur zu langsam ist. Ich werde geradeaus gehen. Ich habe mir davor jetzt hat er auf Anime angeschaut. Der heißt Panzer und Girls oder Girls und Panzer. Richtig geil, motiviert richtig für World of Tanks. Also wer auf Anime steht und sich auch motivieren will für World of Tanks, unbedingt anschauen. Es lohnt sich. Da sind, obwohl es ein Anime ist, sind die Hauptpanzer oder sind die meisten Panzer eigentlich Deutsche, so wie Schluck und so weiter. Und ja, kämpft halt gegen britische Panzer hier wie in Churchill und die Matilda. Leider sind sie halt etwas schneller als wir. Ja. Mach ich auch lieber ab, bevor dieses. Bevor die Selbstfallaffette noch einmal schießt. Und ich breche jetzt da ein. Vielleicht noch ein zweiter. Nee, ich breche ein. Und jetzt gehen wir mal taktisch hier weiter. So. Boah, das Ding schießt schon viel schneller, ey. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Kette wurde getroffen, sie kann jeden Moment reißen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Boah, ich komm gegen das Schwert an. Ja, wir haben den großen zerstört. Weiter geht's. Das war's für uns. Raus hier. Also das war jetzt ein enormer Erfolg für mich, einen schweren Panzer zu erledigen. Warden versus One. Ja, das Hetze dahinter war scheiße. Aber wir verlieren gerade. Deswegen ist es nicht so schlimm. Ich kann sagen, jetzt ist die Mathilda richtig geil. Ja, der schwere Panzer ist vorne nicht durchgekommen. Und wir haben ihn fertig gemacht, den schweren Panzer. Oh, hell yeah. Wow. Das ist. Ich kenne mich auch ehrlich mit den Selbstfallerfetten überhaupt nicht aus, wie man damit schießt. Er schießt ja gerade, aber ich kann nicht sehen, dass er den irgendwie treffen könnte, weil er hinter den Gebäuden steht. Also, wie gesagt, wenn mal jemand mit mir zocken will, gerne. Ich werde jetzt das Spiel natürlich jetzt öfters verfolgen, das heißt, ihr könnt mich auch gerne anschreiben. Meinen Namen habt ihr ja. Da steht er oben. Und ja. Ich würde sogar feiern. Ei, ei, ei.
Ich hätte jetzt mal auf den kleinen geschossen, aber okay. Ja, wenn auch ein paar von euch Selbstmörderfetten haben und die dann nochmal im Kampf mit einbringen und vielleicht mal etwas davon erzählen würden, würde mich persönlich interessieren. Weil, ja, wie gesagt, ich selber hab keine. Gibt's hier eigentlich bis zum Schluss oder? Ja. Ah, ja, das ist ein Riesending. Ja, aber okay. Das war es mal wieder für diese Folge. War etwas kurz, aber wie immer. Aber wie gesagt, ein Match könnt ihr euch jeden Tag anschauen. Es ist nicht zu lang. Nicht, dass ihr wieder wie bei den anderen Let's Plays von mir 30 Minuten lang irgendwas schauen müsst. Nein. Diesmal nicht. So. Okay, das war's für die Runde. Nächste Runde wieder mit dem Jagdpanzer und dann wieder mit der Matilda und so weiter und so fort. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Cheerio. Ciao. Und willkommen zurück, meine lieben Kameraden Schweine. Nee, Spaß. Ja, es geht weiter. Wie ihr seht, ich mache das jetzt halt. Ich pack das jetzt noch bei der anderen mit drauf. Weil, ich habe jetzt gerade gesehen, 6 Minuten sind doch wirklich arg kurz. Ja, eigentlich ist für mich eigentlich 10 Minuten absolutes Minimum, 15 Minuten okay. Oder halt gut für eine Folge. Ja, aber wie gesagt, 6 Minuten, das ist für mich ein Witz. Das ist halt dann, naja, okay, wir machen weiter mit Jagdpanzer. Sehr schön. Jetzt bin ich mit der Matilda ganz da oben platzmäßig. Richtig geil. Freut mich. Aber ist auch mal ein Jagdpanzer. Okay. Die haben eine Gruppe, nämlich zwei Besten sind in einer Gruppe. Das heißt, sie kommunizieren miteinander. Das heißt, es wird schwierig, sie zu besiegen. Wir müssen hier verteidigen. Diesmal habe ich drauf geachtet. Diesmal werde ich darauf achten. Legen wir los! Diesmal muss ich erstmal Gas geben. Good luck und win. Naja. Oh, ich hab gehofft, dass ich auf den Hügel kann. Wenn wir da drüben stehen, hätten wir die Chance rüber zu knallen. Auf den Stützpunkt. Wo sie versuchen einzunehmen. Boah, der kann. Ach ja, stimmt, den können wir ja. Jetzt leckt es ganz leicht bei mir. Liegt daran, dass ich gerade die andere Folge konfrontiere, also verkleine. Sollte aber nicht allzu lang dauern, dann ist es zu Ende. Jetzt werdet ihr dann mit der Bing hören. Okay. Wir haben hier keinerlei Deckung. Aber wenn sie da wirklich angreifen, werde ich sie zuerst sehen. Oh, Ausrufezeichen. Nein, ich bleib hier. Ich tue geradeaus. Alter, kommt schon ein schwerer. Oh, der ist da weit hinten. Der ist da vorne erst. Ich hätte das Konvertieren nicht auf Downhill-Geschwindigkeit auf höher als normal stellen sollen. Aber okay. Wie gesagt, noch können wir warten. Noch sieht es aus, als würde der Gegner noch nirgendwo ziemlich weit vorgedrungen sein. Da ist er gerade in unserer Hauptverteidigung auf dem, beim Gipfel. Also dahinter bei den Häusern. Der ging nicht durch. Schade. Primo Victoria.
Am liebsten würde ich eigentlich jedes Mal in der Aufnahme singen. Ja, also jetzt halt so Halleluja. Nee, es gibt so viele geile Kriegslieder, ja. Ja, und kommt man leichter mal in Stimmung dazu. Auf sowas. So, die werden da oben von mittlerer Panzer, schwerer Panzer ist da, auf den schießen sie. Und der Jagdpanzer da drüben hält anscheinend die anderen in Schach von weiter Entfernung. Das ist gut. Ja, aber wir wissen noch, ich weiß noch nicht, wo die Gruppe ist. Sie verhält sich noch friedlich. Wie gesagt, ich habe einen perfekten Ausblick auf den Flaggenpunkt, das heißt, die werden sie noch nicht so schnell erobern, aber wir werden bereits angegriffen und ich hoffe mal von ihm. Nein. Das heißt, wir verschwinden von hier. Weil ich bezweifle, dass die paar Schüsse da irgendwie nur durchgeflogen sind, weil sie nicht getroffen haben. Ich glaube, eher, da hat jemand auf uns abgesehen. Jemand sieht uns. Und das ist nicht gut. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, wir werden hier nicht überleben. Eigentlich wird der taktische Rückzug angesagt. Aber wir können nicht fliehen. Außerdem wird da schwerer Panzer kommen. Wir müssen versuchen durchzubrechen. Deswegen wechsle ich mal die Munition. So. Zeig dich endlich, du feige Sau. Wenn ich dich abknallen kann. Ich habe jetzt das Gefühl, dass jetzt irgendwie dann die Folge länger wird, wenn ich die jetzt kombiniere. Ich sag, wenn die nächste Folge, wenn die jetzt so 12 Minuten dauert oder nee, so 14 Minuten, dass sie auf die 20 Minuten Folge wird, dann, ja, okay. Ich mache das als zwei Parts fertig. Außer es geht über 20 Minuten drüber. Aber das dürfte bei World of Tanks nicht passieren, weil ja die Zeit abläuft. Okay. Für uns sieht es friedlich aus und anscheinend hat der Gegner aber Nachteile. Wir haben die meisten schweren Panzer von ihnen ausgeschalten. Sie bei uns leider auch, aber wir haben mehr. Wir haben 5 von ihnen ausgeschalten, also haben wir eine sehr gute Gruppe gerade. Ich glaube, diesen kleinen Leckzustand wird es beibehalten. Also werden wir beibehalten, aber das ist nicht so schlimm. Ja. Gehen wir mal weiter hier. Schauen mal, wo denn der Gegner gerade ist. Ich vermute mal, dass er sich irgendwo da hinten verkriecht, dass er irgendwo da hinten durchgefahren ist. Und die hier einfach nur gerade durchfahren, die sind da unten irgendwo. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass hier 6 Panzer am Anfangspunkt von denen sind. Weil das würde ich ja idiotisch finden, wenn die unsere Flagge einnehmen müssen und dann sind sie alle 6 da hinten. Kann ich mir echt nicht vorstellen. Da muss ja noch irgendeiner bei uns sein, oder? Ah, es ist fertig und es läuft wieder einwandfrei. Perfekt. Alter, fängt schon so weit an, dass sie sich verstecken. Aber sie schalten alle aus. In dem Sinne, eine Taktik, die gerade funktioniert. Ist der Panzer von uns der schwere im Wasser oder was? Okay, die zwei verstecken sich da hinten. Aber die Gruppe existiert noch. Nein, existiert nicht mehr.
die zwei schalten jetzt alle aus Spaß hinten aus. Die verstecken sich da hinten. Ah, der ist weg. Wir haben auch ein besseres Radar, das heißt, wir könnten diejenigen sein, wo gerade aufdecken. Oder halt, weil sie als Quarn sind, aber dafür brauchen wir trotzdem ein Radar. Ja, der fährt vor. Wir müssen sowieso noch eine Minute aushalten, dann haben wir gewonnen, weil dann die Zeit abgelaufen ist. Die haben uns eine Kette abgeschossen! Wir stecken fest! Oh. Okay, Muniwechsel. Ah, haben wir die 12 Sekunden noch hier aus. Obwohl die sicherlich hier den Berg jetzt runterrutschen. Und aus. Jo, damit haben wir gewonnen. Ja, durch Ablauf der Zeit. Das habe ich auch ziemlich selten. Kann man mal sehen, was die an Erfahrung kriegen. Wie gesagt, ich habe jetzt 200. 1057, ja. Also ja, gut reinkauen. Wett. Ja. Muss ich leider noch ändern. Ich muss dann noch ein wenig üben mit ihm. Ja, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ihr werdet ja sehen, ob ich die andere dran gehängt habe oder nicht. Bis dahin. Cheerio. Ade, meine Kameraden. Ade.